Und damit herzlich willkommen zurück zu Metro Last Light. Ist das von Star Wars? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Star Wars. War auch ein kleiner Witz, den ich mal so bringen musste. Da ist übrigens Metro gesprayt. Und das ist Anna. Und das ist eine Spritze. Und das ist der Doktor. So sehen die Doktor in Metro. Na, worauf wartest du noch? Geh! In Metro und Last Light aus. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Ich wette ja, die irgendeiner verreckt von uns beiden. Entweder du oder ich. Was ist denn da, Papa? Nichts, alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Wann können wir denn nach Hause? Bald. Sehr bald. Wo ist Mami? Wo haben Sie sich hingebracht? Mami ist bereits zu Hause. Und wir bald auch. Ich vermisse Sie. Kannst du auch. Dauert nur noch ein bisschen. Tja. Ich glaube es nicht. Es waren doch mindestens 2 Packungen übrig. Was glaubst du, wie viele wir an einem Tag aufbrauchen? So viel auf jeden Fall nicht. Wir haben fast keine neuen Patienten. Als wenn die alten Patienten sie nicht bräuchten. Und wie viele Patienten leben lange genug, um alt zu werden? Immer weniger von ihnen sterben. Also hat das vielleicht ein Ende. Tja. Wer ist das? Kannst du sein Gesicht sehen? Als wenn... Sieht nach der 8. Kiste aus. Ja, es ist die 8. Zemetsky, Juri. Verdammt. Und er hat immer gesagt, er würde uns noch alle überleben. Tja, alles ist jetzt möglich. Die werden uns bestimmt auch bald wegkarren. Da hast du verdammt recht. Gott, rette mich bitte. Gott, rette mich bitte. Gott, rette mich bitte. Gott, rette mich bitte. Bitte, Gott, rette mich bitte. Tja, ich glaube, da ist einer kaputt gegangen. Oh, hat so ein bisschen Outlast-Feeling, ne? Ah je, das ist ja echt alles Quarantäne. Aber einige... Oh ja, da wird gerade ein Toter abtransportiert. Tja, einige sind dahingeschieden. Stoi. Tötet mich. Tötet mich. Bringt mich einfach um. Призри благоутробно на раба твоего Федора, болезнь неудержимого. Отпусти ему все согрешения. Подай ему исцеление от болезни. Возврати ему здравие и силы телесные. Ich glaube, der ist hinüber. Jetzt ist es amtlich. Да вместе с нами приносит благодарственные мольбы тебе. Все щедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим, помоги мне умолить Сына Твоего. Бога моего, об исцелении раба Божия Федора. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о недужном рабе его Федоре. Аминь. Was ist mit Nina passiert? Wo ist meine Frau? Damit kommt ihr nicht davon! Ich bin völlig gesund! Und ihr sperrt mich hier ein! Dass ihr es zusammen mit einer Leiche! Oha! Ich
glaube, da wird gut verbrannt, da. Ihr könntet wenigstens ihn wegbringen. Wollt ihr mich infizieren, oder was? Tötet mich! Tötet mich! Bringt mich einfach um! Lasst mich gehen! Steh hier nicht herum, das ist gefährlich. Und die Gerechtigkeit. Ihr seid Mörder, keine Ärzte! Hey! Frag bitte den Arzt! Irgendjemand! Hilfe! Ja, was mache ich denn jetzt? Was soll ich machen, Herr Doktor? Sie kennen die Prognose ebenso gut wie ich. Ich weiß, aber trotzdem. Ihnen wurden die Sicherheitsvorkehrungen erläutert. Über Handschuhe, über die Maske. Sie haben die Papiere unterzeichnet. Ja, habe ich. Aber die Kinder. Wie soll ich mit ihnen reden, wenn ich die Maske anhabe? Sie hatten Angst, sie weinten. Ja, aber sie haben sie nicht gerettet und sich selbst verdammt. Wir haben ohnehin zu wenig Personal. Sie hätten so vielen helfen können. Ja. Hätte ich. In Ordnung. Wir beginnen mit einer Behandlung der Symptome und schauen mal, wohin uns das bringt. Eine milde Form ist in letzter Zeit aufgekommen. Es gibt sogar ein paar Fälle von Genesung. Lassen Sie uns optimistisch sein. Was ist mit mir passiert? Wo ist meine Frau? Tja. Wollen wir mal weitergehen? Ist auf jeden Fall sehr interessant. Sie können nicht in die Station gehen. Gehen Sie durch das Labor. Ach, die warten ja schon. Warten ja schon alle auf mich hier. Also brauche ich Sie nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, Sie nehmen stündlich die Temperatur und Blutproben alle 3 Stunden. Rufen Sie mich sofort, sollten irgendwelche Parameter vom Muster abweichen. Natürlich. Wissen Sie, es gab bislang nur 2 Fälle mit guter Prognose. Wir müssen sie sorgfältig untersuchen. Ja, das habe ich verstanden. Großartig. Ja, großartig. Und hier wird fleißig rumgesägt. Au, wie sieht er denn aus? Er sieht nicht mehr ganz so gesund aus, wenn du mich fragst. Da hilft auch das ganze Sägen nichts. Was ist das denn da? A little bit stumpf. Wenn ihr mich fragt. Hallo, bist du der Doktor? Okay, anscheinend nicht. Oha. Also hier werden, glaube ich, sehr medizinische Dinge getan. Hat schon mal so ein bisschen was von Outlast, ne? Naja, gehen wir mal weiter. Denen wurde gesagt, dass sie all ihr Zeug aushändigen sollen. Jetzt guckt ihr diese Scheiße an. Was soll man da machen? Die sind davon gekommen. Und wir müssen das hier alles einpacken. Ja, und warum? Sollte man besser mit den Leichen verbrennen und fertig. Die sagen, es geht darum, die Quelle der Infektion zu finden. So ein Quatsch. Wenn du mich fragst, ist das jetzt nicht mehr möglich. Tja, die an der Spitze wissen es natürlich besser. Vermutlich. Der Wachraum ist dort entlang. Ich mache mir mal ein bisschen Musik an. Okay, die sind auch nicht mehr ganz so heile aus da drin. Was ist das denn da? Au. Jetzt hat er Blut entnommen. Richtig. Kling. Was macht er jetzt? Ist ja doch interessant. Was macht er denn da? Nochmal Blutentnahme. Oh, der wird bestimmt ganz viel Blut in sich tragen. Hey, wo kommt der denn her? Hallo, Doktor. Oh, da liegt eine Pistole.
haben die Herrschaften? Es sieht aus, als wenn die jetzt kurz vorm Sterben sind. Aber viel fehlt da auf jeden Fall nicht mehr. Hi. Die Ausbreitung der Epidemie verlangsamt sich also. Sieht so aus. Aber prüfen wir mal die Fakten. Was wissen wir? Erst einmal zeigen alle neuen Proben eine akute Monozytose. Stimmt. Alle zwischen 317 und 323. Monozytose. Und wir wissen, dass das Virus speziell auf Monozyten abzielt. Das war schon immer so. Alle vorigen Proben haben nur Neutrophile der Kernbildungen. Das kann nur eines bedeuten. Der Stamm wird weniger virulent. Aber keine übereilten Schlüsse. Erst prüfen wir den Rest. Tja. Na denn. Oh, guck mal. Konnten Sie den Überträger isolieren? Ja und nein. Es ist ein Erregerstamm des Ebola-Virus. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Ohne Uniform. Aber wie gesagt, nettes Haustier. Sieht zwar aus wie ein Opossum, aber... Na! Du darfst da nicht rein! Das ist eine Gefahrenzone! Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Oha. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt. Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt. Aber wo es jetzt, nach all diesen Jahren herkam... Biowaffen, mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Sollten Sie Symptome bei sich oder anderen feststellen, so melden Sie diese umgehend den nächsten Mediziner oder Wächter. Jeder Versuch, solche Symptome zu verbergen, schon ein bisschen eingestaubt, das Ganze hier. Und wieder geht eine Tür zu. Okay. Hallo. Okay, der rennt nur hin und her. Neuer Tagebucheintrag. Quarantäne. Eintrag 1. Die Roten hofften sehr wahrscheinlich, eine Station zu betreten, die vollständig vom Virus ausgelöscht war. Aber es dauerte ihnen zu lange und sie wurden ungeduldig. Sie warteten nicht auf das Ende, sondern beschleunigten es. Die Überlebenden sagen, dass die Roten, als die Reinigung der Station begann, es einigen vermutlich kontaminierten Bewohnern erlaubten, zur Nachbarstation zu flüchten. Der Obdiaskaya-Kultisivaya. Aber dicht hinter diesen Flüchtlingen folgten ihnen Hinrichtungstrupps. Wäre zu dieser Zeit nicht zufällig ein Team des Ordens an der Koalitionswehr gewesen, das die Roten abwehren konnte, dann hätten sie jetzt zwei Stationen und die Hanse wäre in zwei Hälften getrennt, aber der Orden konnte das verhindern. Ja, das ist doch schön. Aber ich fühle mich wunderbar.
Das ist schön. Freut mich wirklich für Sie. Aber Sie bleiben noch einen Tag, bis Ihre Erkältung besser ist. Dann lassen wir Sie zurück zu den anderen. Und warum sollte ich hier wegen einer einfachen Erkältung rumsitzen? Wir stellen sicher, dass es wirklich nur eine Erkältung ist. Danach können Sie gehen. Diesen Husten habe ich schon lange. Ansonsten fühle ich mich großartig. Das ist perfekt und bedeutet, dass wir nichts zu befürchten haben. Und das bedeutet, dass Sie übermorgen zurück können. Warum nicht jetzt? Das sind die Regeln hier, wissen Sie? Sie wissen doch auch, was mit jenen passiert, die die Regeln nicht beachten, oder? Weiß ich. Es sind immer weniger Patienten. Es tauchen mehr Fälle auf. Wenn Sie Fragen beantworten oder wenn Sie medizinisches Personal mit Supervisoren ansprechen, müssen Sie nach unten oder... Tja. Sein Widerstand der Wartungsgesetz. Man weiß es nicht. Warum hier, warum jetzt? Können wir dir nicht sagen. Was ist das? Hey du, Passant! Geh weiter! Bleib hier nicht stehen! Quatsch mich nicht voll! Achtung, wir werden hier persönliche Besitz, muss sofort zur Desinfektion oder Entsorgung ausgehändigt werden. Desinfizierte Gegenstände werden entsprechend markiert. Alle Gegenstände ohne eine entsprechende Markierung werden als verboten betrachtet und ihre Besitzer müssen mit schweren Sanktionen rechnen. Ich will nicht gemeint sein, ich will nicht gemeint sein. Lassen Sie mich durch! Zur Seite, sonst schießen wir! Halt auf die Knie! Dieses Arschloch, wir haben ihm gesagt, er soll anhalten. Jeden Tag, es nimmt kein Ende. Noch mehr Papierkram, diese Arschlöcher. Können die nicht einfach bleiben, wo sie sind? Ei, ei. Ich glaube, da war jemand böse auf mich, dass ich einfach so durchgelaufen bin. Aber es sollte ja auch kommen. Zum Leidwesen dieser. Dieser Mannequin. Bestimmt geht die Tür gleich zu. Natürlich von Geisterhand. Cool, dann kann ich vielleicht doch mal gucken, ob da vielleicht noch irgendwas zu sehen ist oder so. Es wird auf jeden Fall abgespeichert. Ja, seht ihr? Es hat sich immer aus. Ich hab's doch gesagt. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Das sieht hier so ein bisschen... ein wenig leer aus. Okay. Alles kontaminiert anscheinend. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Okay. Weitergehen, du kannst hier nicht bleiben. Warum? Warum steht er da? I want to believe. 2035? Metro2035.com. In Store ist Dezember 2013.
Okay. Oh, 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 Munition, Munition. Ich weiß auch nicht wo, aber ich habe sie gerade gesehen. Munition, wo ist sie? Hä? Wo ist sie hin? Hier war doch gerade Munition, oder nicht? Okay. Irgendwie ist sie weg. Ich habe keine Ahnung, wo sie lag. Ich hab's aber jetzt. Oh, hier ist wieder der Pilzeanbau. Hier ist wieder im vollen Gange. Artyom, ich bin hier. Ja, das sehe ich. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Aber ich muss zurück, um ihr Insulin zu holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welches kaufen. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles, was wir hatten, zurückgeblieben ist und die Hanse so viel berechnet? Bitte. Die Hanse hat ihnen Unterschlupf gewährt. Treten Sie zurück. Unterschlupf? Ich sagte, sterben, treten Sie zurück. Also, bleiben wir noch etwas länger. Ja, bis die Verstärkung eintrifft. In Ordnung. Die werden nichts tun, solange wir hier sind. Aber etwas beschäftigt mich noch. Was? Die Epidemie? Nein. Die Tatsache, dass Sie überhaupt hier sind. Warum sind die in letzter Zeit so aktiv? Warum so viele Patrouillen? Warum sollte man einen Trupp zu einer verseuchten Station schicken? Kann es sein, dass Sie für einen weiteren Krieg gegen die Faschisten aufrüsten? Sieht nicht so aus. Dann würden sie ihre Streitkräfte an der Grenze zum Reich konzentrieren. Aber jetzt verteilen sie sie sehr weitläufig. Eine Demonstration der Macht? Wer braucht jetzt noch Sparta, wenn die Roten alle Probleme lösen? Könnte sein. Klar, die können uns nicht vollständig ersetzen. Aber etwas Druck auf unsere Vorgesetzten ausüben, das könnten sie schon. Ja, warten wir mal ab. Ganz genau. Ganz genau. Tja. Ich bin wegen meines Gepäcks hier. Wo ist es? Lesen Sie sich nochmal die Broschüre durch oder hören Sie sich die Übertragung an, um Himmels Willen. Es wurde entweder desinfiziert oder entsorgt. Aber die haben mir alles weggenommen. Wo ist Ihr Beleg? Welcher Beleg? Als die ihren Kram zur Desinfektion mitgenommen haben, da haben sie eine Karte unterschrieben. Und es wurde ihnen ein Beleg gegeben. Wo ist er? Ach, der! Hier! Tja, so einfach ist das. Und wegen ihnen hat das so lange gedauert. Danke. Guck, du brauchst einfach doch nur den Beleg, mein Freund. Aber deine Klamotten wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht wiederkriegen. Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Dominins Ranger hier waren. Und Männer haben ganz klar nicht erwartet, ist noch alles da? Schuss zu treffen. Natürlich. Was glaubst du denn? Ich dachte, du wärst schlau genug, etwas mitzunehmen. Was hat dich davon abgehalten, wenn du so schlau bist? Werd nicht frech, Kumpel. Was machen wir jetzt? Was schon? Wir setzen uns auf unsere Hinter. Wenn sie einsammeln wollen... Wir sagen ihnen einfach wo. Sollen sie es doch selbst einsammeln. Und die Roten? Die könnten vorher schon abrücken. Ja, genau. Sieht so aus, als wollten sie ewig bleiben. Wir müssen uns was überlegen. Und zwar schnell. Dann lass uns nachdenken. Ich weiß nicht. Scheiße, du bist mehr ein Denker vor dem Herrn. So, hier gibt es kein Essen für mich.
Na, testet da jemand da seine ganzen Spiele aus? Komm schon, geh endlich her! Es ist noch groß. Es braucht mindestens noch 20 Minuten. Verdammt, so lange! So lange dauert das Essen. Papiere! Welche Papiere? Ihre Ausweis! Er war in dem Beutel und die haben ihn verbrannt. Wer kann ihre Identität bestätigen? Die sind alle tot. Tot. Die Kinder vorgestern. Frau gestern. Nur ich habe überlebt. Alleine. Wie soll ich sie denn ohne Identifikation durchlassen? Aber ich bin doch ich. Ja, und ich bin ich. Aber wo ist Ihr Beweis? Was soll ich machen? Ihre Station war klein. Suchen Sie nach jemandem mit Papieren, der Sie kennt. Aber die sind alle tot. Oder in Quarantäne. Dann warten Sie. Wie lange? Ich kann Ihnen nicht helfen. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Hi. Komm, wir laufen einfach hier durch. Ah, geht gar nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Alles gut bei dir? Ach, diese Miststücke. Die hätten uns erschießen können. Aber die wollen, dass wir leiden. Sieht mir auch so aus. Schauen Sie, Feldwebel, können Sie uns nicht sagen, was da los ist? Wir lassen uns nicht nachgucken und die Gerüchte... Quarantäne ist weder Spaß noch Spiel, wie Sie sicherlich verstehen. Es hat ein paar Todesfälle gegeben. Die Mediziner tun ihr Bestes. Naja, hoffen wir, dass es reicht. Und was sollen wir hier tun? Hoffen. Und Sie sollten arbeiten wie immer. Und die Gerüchte mit einer Prise Salz verzehren. Vielen Dank. Ich habe verstanden. Haha. Eintrag 2. Bis zur Hanse gehörten offiziell ist nun eine Mischung aus Krankenhaus und Quarantänezone. Alle Flüchtlinge von der Nachbarstation und jeder, der mit ihnen in Kontakt stand, wird in Plastikkisten gesteckt. Und das war's. Niemand versucht zu behandeln. Jeder, der vermutlich infiziert ist, sitzt im Plastikkäfig seinem Tod gegenüber und spielt mit ihm anstarren. Eine Minute dieses Spiels dauert eine Ewigkeit. Die Verlierer sind infiziert und sterben und werden verbrannt. Der Tod ist ein zu guter Spieler, um seinen Gegnern viele Chancen zum Siegen zu lassen. Tja. Leider Gottes ist dem so. Oha, sie ist am Beten. Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Ich denke, du solltest dich mit Filtern und Munition ausstatten, Artyom. Danach werden wir nicht allzu bald noch einmal solch eine Chance bekommen. Wir hatten echt Glück, dass die Ranger hier waren. Warum haben die überhaupt gekämpft? Was scheren die sich denn um uns Flüchtlinge? Das verwirrt mich auch. Was haben die davon? Niemand hat irgendwelche Verträge mit ihnen gemacht. Wir haben ihnen nicht einmal etwas versprochen. Was denken die sich wohl? Nichts. Das ist ihr Job. Die Police Ranger haben sowas schon immer gemacht. Was? Die Roten bekämpft? Nein. Wenn es eine Epidemie gibt, gefährliche Mutanten, irgendwas, dann schickt die Police die Spartaner, um die Situation zu klären.
Und weshalb dieses Mal? Die kamen wegen der Epidemie, aber wir haben bereits Quarantäne verhängt und die Roten haben die Quelle beseitigt. Also haben sie uns geholfen, damit die Roten nicht so enthusiastisch werden. Und was hat die Polis davon? Die sind weit weg von hier. Die Epidemie würde sie gar nicht erreichen. Die Staaten haben das schon vor langer Zeit arrangiert. Die Polis kümmert sich um solche Sachen und niemand kommt ihr zu nahe. Die sind neutral. Die kümmern sich auch um Verhandlungen, wenn es einen Krieg oder so eine Scheiße gibt. Ah, so langsam verstehe ich das. Also, keinen Krieg anfangen, aber von den Ergebnissen profitieren. Ja, das ist ein gutes Geschäft. Klar, aber wir betreiben auch keinen Handel, um Verluste zu machen. Tja, da haben wir dann auch schon wieder was erfahren dadurch. Hey Ranger, wie wäre es mit etwas Munition? Munition! Komm her Ranger, lass uns feilschen. Ich habe eine wundervolle Waffe in perfektem Zustand. Granaten zum Sport. Wertvoll. Ich habe das ist ein paar die RPK. Das beste Mittel gegen Feinde. Die beste Wahl für die Tunnel, aber Ranger. Auch ein paar Minen zum Sonderpreis. Eine tolle Ranger, Waffe, schau her, einen richtig professionellen Ranger. Eine tolle Waffe in perfektem Zustand. Echt wertvoll. Ja, dann würde ich sagen, dann tauschen wir die ein hier. Gegen diese. Und ich habe nicht genug Geld, ey. Die beste Wahl für die Tunnel, Ranger. Ach, Mist. Wenn ich die nur verkaufe, bringt es wahrscheinlich auch nicht. Bald wieder, Ranger. Ach, das Ding hat schon alles. Viel Glück beim Handeln, Ranger. Moon. Ja gut, also Shotgun behalte ich. Allerdings verkaufe ich die dann. Die sind handverlesen. Und diese werde ich auch verkaufen. Gute Patronen, sehr stark und auch noch wirtschaftlich. Wow, 260? Lucky, passt da nicht rein. Die ökonomischste Munition überhaupt. Darauf kannst du Gift nehmen. Kauf die hier. Sind eine großartige Investition. Ah, passt schon. Viel Glück. Danke. Komm ruhig wieder. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Achtung auf dem Bahnsteig, die Luftschleuse wird geöffnet. Viel Glück in den Tunnels, Ranger. Ah, danke, ne? Munition habe ich ja jetzt. Genug. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt. Und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Verkehr nach draußen! Aufmachen! Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine friedliche Lösung bezüglich D6. Aber ich kenne die Natur des Menschen nur zu gut, Artyom. Der Krieg ist ebenso gewiss wie der Einbruch der Nacht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Immer das Licht aus. Der Letzte macht immer das Licht aus. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Aber es gibt einen anderen Weg.
Ehrlich? In Ordnung. Gehen Sie zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Verbindungstunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Eine Sackgasse? Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Machen Sie auf. Gehen wir, Artyom. Tja. Machen wir das mal, ne? Vorsicht mit den Generatoren! Wie du siehst, ist dies keine Sackgasse. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen. Oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Okay. Dann machen wir hier mal einen Cut und würden sagen, in der nächsten, oder ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Metro Last Light. Bis dahin. Ciao.